Hallo zusammen, ich bin Nicole Steiner, Schauspielerin bei der Karlskühne Gassenschau und ich zeige euch heute ein bisschen das Leben hinter den Kulissen. Wir fangen gleich mal an mit meinem Wohnwagen. Kommen wir mal mit. Jetzt haben wir hier schon einen ersten kleinen Räuber. Hier unten, immer schön im Schatten, das ist der kleine Räuber Lou. Herzlich willkommen in meinem Reich. Wir haben hier die Küche mit zwei Herdplatten und einem kleinen Kühlschrank. Und ein Wohnzimmer natürlich. Und ja, hier schlafe ich. Und dort ist mein Sohn daheim. Der zweite Räuber, 12, der Leuk, der wahrscheinlich einen Saupuff da drin hat. Ja. Nehmen wir Platz. Das Leben hier findet eigentlich draußen statt. Wir leben sehr mit dem Wetter zusammen natürlich. Wir haben die kleinen Wohnwagen, die meistens irgendwie nur ein Bett drin hat. Das heisst, man ist in der Küche draußen, man ist, wenn man aufs WC ist draußen, oder wenn man gut duschen. Das ist das Leben mit dem Wetter zusammen, das ich wahnsinnig schön finde, weil du lebst so mit der Natur zusammen. Es hat immer noch ein bisschen für mich das Gaukler, ich liegt immer noch ein bisschen in der Luft. Auch wenn das wahnsinnige grosse Maschinerie geworden ist, es ist immer noch so ein bisschen da. Und das friert mich auch heute zum Teil noch. Auch wenn ich so Bilder sehe von früher, denke ich, es ist immer noch da. Das Punkige und das Chaotische auch, das ich manchmal durchdrehe. Das braucht es und das ist richtig. Das macht den ganzen Charme, glaube ich, auch aus von hier. Was Karlskühne Gassenschau ausmacht, ist, glaube ich, hauptsächlich auch Technik. Also wir haben ja eigentlich einen Hauptdarsteller, das ist unser Kran. Also ohne Kranen wird wahrscheinlich nicht laufen. Wir haben natürlich auch Explosionen. Wir haben Live-Musik, eine Live-Band, die spielt. Wir haben Schauspieler, die aus ganz verschiedenen Bereichen herkommen. Also von der Dimitri-Schule, von der Akrobatik-Schule, vom klassischen Theater. Und das macht es wahnsinnig bunt und wir profitieren wahnsinnig voneinander. Das ist das, was ich schon immer machen wollte. Also ich wollte zuerst früher Clown werden, ich wollte Musical machen, dann bin ich im Theater gelandet, habe viel getanzt und bin dann in dem klassischen Theaterbereich nie ganz glücklich geworden. Und da habe ich das eigentlich alles. Da darf ich lustig sein, da darf ich singen, da darf ich tanzen. Und wir haben jeden Abend 1400 Leute, die mit so einem Smile heimgehen. Also, das ist das schönste Geschenk für mich als Schauspielerin. Man darf sehr viel selber reinbringen. Das ist das, was ich über einen Schauspieler natürlich auch wunderschön finde. Also, das sind alles die Szenen, die auf der Bühne stattfinden, sind alles durch Impos entstanden. Und dann noch einmal redigiert oder noch einmal knapper gemacht, spritziger gemacht. Also, es ist eine Arbeit, die von mir ist, die ich dort hineingeben durfte. Und ja, das ist wunderschön. Also wenn jemand krank ist, dann ist jemand krank, dann spielt er krank. Wir haben keine Doppelbesetzung, für keine Rolle. Ich habe schon mit Hexenschuss gespielt, wir haben schon mit Magen-Darm gespielt, wo man hinten geht kotzen und dann wieder auf die Bühne geht, das ist so brutal. Wir haben schon gebrochene Beine gehabt, wo man trotzdem gespielt hat. Also es gibt eigentlich keinen Grund, zum nicht spielen. Es sei denn wirklich, es geht gar nicht mehr. Dann musst du so schnell wie möglich einen Ersatz finden. Oder die Rolle streichen. Es gibt Rollen, auf die kann man verzichten, wenn man schnell durchgeht, geht das, wenn man diese Szenen auslöst, dann funktioniert das auch. Aber es geht immer, irgendwie geht das immer. Also ich glaube, ich nehme euch jetzt am besten gerade mit zu der Technik. Dann könnt ihr dort mal schauen, wie es dort läuft. Also, gehen wir. So, hier sind wir in der Werkstatt. Hier wird getüftelt und gezaubert. Und jetzt gehen wir auf die Bühne und treffen den Beat. So, hier haben wir den Beat, Mr. Dynamite von der Technik. Hallo Nico. Hallo Beat. Ja, der Beat wird euch jetzt wahrscheinlich ein paar Sachen erzählen. Ja, ich kann euch jetzt etwas zeigen unter der Bühne. Wenn der Nico. Also ich komme nicht mit, ich muss an die Sitzung. Ja, geht mal an die Gespräche. Tschüss zusammen, bis später. Also jetzt sind wir hier eigentlich wirklich komplett unter der Bühne. Was besonders ist einfach, dass wir eigentlich für jede Show wieder neue Prototypen entwickeln. Also dass wir in dem Sinne nichts einfach aus dem Laden kaufen und ihnen zeigen, sondern dass wir probieren, neue Techniken auszuprobieren für uns selber, neue Materialien, neue Effekte halt, wirklich, dass auch sich die Sachen nicht wiederholen. Grundsätzlich geht es natürlich immer darum, dass wir eigentlich etwas bauen, das nachher von Schauspielern bespielt wird. Ich glaube, dort wird es nachher spannend, wenn wirklich die Schauspieler auch dazukommen und das Ganze lebendig machen. Wenn es jetzt nur rein Technik wäre, dann wäre es, glaube ich, schnell mal langweilig. Dann fehlen schnell die Emotionen. Und das gibt dann die Mischung zwischen der Musik auch, eben
Schauspieler und der Technik. Wenn es näher zur Premiere kommt und wir alle auf der Bühne eigentlich gleichzeitig arbeiten müssen, also man muss einerseits proben, man muss aber auch die Bühne noch fertig bauen, dann machen wir manchmal sogar einen Schichtbetrieb, dass wir von der Technik eher am Morgen früh arbeiten oder zur Nacht spät und die Schauspieler dann den Tag durch eigentlich Zeit haben, um die Sachen auszuprobieren, auch so lärmfrei, weil oft ist es wirklich noch grosse Baustelle, wenn eigentlich schon die Probebeginn ist, weil man einfach noch nicht fertig ist. Die Schauspieler haben, glaube ich, ein grosses Vertrauen in uns, weil sie irgendwie jetzt ja, auch sehen, dass wir das sorgfältig machen. Und meistens probieren wir es so zuerst einmal selber aus, bevor ein Schauspieler drauf sitzt. Ist es so eine Technik, die das eigentlich ausprobiert. Gibt es natürlich andere Sachen, da macht es der Schauspieler direkt. Ich kann euch zum Beispiel etwas zeigen, wo es das Zusammenspiel ist zwischen Technik und Schauspiel. Es ist so ein, wir nennen es Personenschleudern. Also schaut, das ist so ein pneumatischer Lift. Ich schaue hier rein, dann können wir ihn in zwei verschiedenen Geschwindigkeiten hochfahren lassen oder hochschiessen. Und tschüss! Willkommen auf der Bühne. So, jetzt ist die Zeit zum Nachtessen und nachher muss ich vorbereiten, dann könnt ihr dann wieder mit. Bis nachher! Loi, gegessen! Gut, sehr viel Vergnügen! Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen im Österreich-Theater. Hallo! So, jetzt bereite ich gerade vor für das Backstage-Theater. Und beim Backstage-Theater, was wahnsinnig anders ist als sonst, ist, dass das ja doch mein Reich ist. Das ist ja wirklich mein Zuhause. Und wir haben so eine Regel, wenn die Tür zu ist, dann dürfen die Leute nicht auf die Terrasse. Wenn sie offen ist, dürfen sie auf die Terrasse. Meine Tür ist zu, weil ich gemerkt habe, also Performance ist zwar etwas Normales, dass die Leute recht nach kommen. Aber ich habe gemerkt, als sie mal auf die Terrasse gekommen sind, dass das doch sehr ein intimer Ort ist hier. Das ist nicht fake, außer jetzt die Bücher, die ein bisschen rumliegen, um die Figur, die ich hier spiele, ein bisschen zu unterstützen. Aber sonst ist das alles irgendwie bei mir und das ist recht speziell. Und ja. Und dass ich mich hier auch umziehe, sonst habe ich einen Garderobe drüben. Und jetzt muss ich mich aber noch ein bisschen frisch machen, weil es geht bald los. Das Backstage-Theater finde ich sehr schön, weil das ist, es hat so verschiedene Teile, wo die Zuschauer einen Einblick haben können. Das ist wirklich das Leben im Camp. Alles ein bisschen inszeniert und mit einem Augenzwinkern, eben, es ist so ein bisschen überspitzt. Wo die Leute wirklich frei davon umeinander laufen, was ich sehr schön finde. Man weckt auch ein bisschen den Voyeurismus des Zuschauers. Also auch können, also dass der Zuschauer aushalten kann, dass nichts geboten wird an Show, sondern dass man einfach wirklich einen Einblick haben in, wie man so leben. Also meine Rolle beim Backstage-Theater ist die Schauspielerin. Man braucht kein Stanislavski oder Method Acting für Karlskühne Gassenschau. Das ist eine Show, das ist gross. Aber beim Backstage-Theater bin ich doch eine Schauspielerin, die sich sehr ernst nimmt und auch ihren Job wahnsinnig ernst nimmt. Das ist natürlich auch viel von mir, wo da so ein bisschen mit reinkommt. Natur pur spüren und 80 Abenteuer. 80 Abenteuer erleben. Dann haben wir noch das Einsingen in der Küche, wo die Schauspieler sich einsingen. Dann dürfen sie wirklich hinter der Bühne auch die Technik schauen, wie der Schlund funktioniert. Wir haben ja einen riesen Teich auf der Bühne, wo dann plötzlich kein Teich mehr ist, wo dann plötzlich Abfall rauskommt, wo wir dann plötzlich verschwinden. Wie funktioniert das? Also das wird aufgeklärt. Das Rätsel, das ist ein bisschen wie, wenn ein Zauberer seinen Trick verrotet. Und dann haben wir Backstage-Show. Also das darf man dann einmal von hinten sehen und einmal von vorne. Und dann gibt es natürlich eine Katastrophe. Ja, wir haben ein Problem. Also Luigi ist nicht da, ist immer noch nicht da.
Aber es hat Leute auf den Tribünen und wir spielen. Was? Hey, mich nicht. Acht, wir spielen. Nein. So eine Seite. Wir spielen. Nein. Nein. Jetzt sind wir abgestorben, die meisten wollen nicht. Oh, und Kassenschau spielt immer. Ja, das ist so cool. Cool.